Ja, hallihallo. Ich möchte euch heute mal die Online-Stadt, Online-Town vorstellen. Über den Link auf eine Bühne, der ihr hier auf dem Bildschirm seht, beziehungsweise in der Videobeschreibung, kommt ihr zu dieser offenen Bühne, die ja eingerichtet ist. Jeder kann sich so eine privaten Räume da eröffnen. Wer mehr darüber erfahren will, lest euch das einfach mal durch. Es sind drei Jungs, die hier ein experimentelles, nettes Tool bereitstellen. Und das geht hier alles ohne Registrierung. Man kann sich registrieren, wenn man eigene Räume anlegen möchte. Okay, so, also die offene Bühne ist ein sogenannter Konferenzraum und hier bin ich. Hallihallo. Und ich deaktiviere mal, damit es jetzt ein bisschen nicht so ruckelt und alles. Ja, also folgendermaßen, jeder, der diesen Link hat, kann der Sache beitreten. Hier ist es, dass es ein Videochat ist, also ein offener Video-Austauschplattform. Im Grunde genommen kannst du hier deine private Geschichte machen mit deinen Freunden und Familie oder was auch immer. Natürlich geht das auch offen, wie zum Beispiel hier in der Sache die offene Bühne. Und jeder, der hier teilnimmt, ist quasi Video- bzw. Chat-Teilnehmer und kann sich hier mit seinem kleinen Avatar bewegen. Es gibt hier eine Lobby, wo man sich ja, zusammenhocken kann in verschiedenen kleinen Grüppchen. Es gibt größere Konferenzräume, wie zum Beispiel diesen grünen hier. Davon gibt es dann auch noch einen blauen und einen roten. So, die sind relativ groß. Das ist auch hier so wie so eine Art Tische. So, und dann, das sind ja diese drei Räume. So, zu Keynote gehen wir gleich. Dann haben wir hier nochmal so separate kleine Bereiche, wo wie so eine Art kleine Tafel ist und wo man sich hier in kleinen Gruppen auch noch zusammenfinden kann. Wie das genau dann vonstatten geht, würde ich gerne mal sehen. Ich habe das jetzt halt, das erste Mal sehe ich das, mache halt jetzt mal hier ein kleines Video drüber. Verschickt euch das mal, vielleicht können wir uns ja mal zu einer Zeit oder lädt jemand mal User ein, ja, zu einer gewissen Zeit, um das hier einfach mal zu testen. Und dann gibt es noch einen großen Saal mit einer offenen Bühne. So, also natürlich muss man sich dann hier innerhalb dieses Ganzen irgendwelche Regeln geben, was natürlich dann wahrscheinlich mit den Usern selber passiert. So. Das wäre halt mal interessant. Also, der Link zu dieser Geschichte ist in der Beschreibung. Ich bin der Ogerli. Und ja, vielleicht sehen wir uns da ja mal. Bis bald.